Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Nein, doch. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. Tja, Freunde, und hier ist die nächste Folge Let's Play World of Warships. Wir sind unterwegs mit dem amerikanischen Zerstörer der Tierstufe 5 mit der USS Nicholas. Dieses Schiff, muss man gleich dazu sagen, ist so nie gebaut worden. Sie basiert nur auf einem Entwurf aus den 1920ern. Ja. Die Technik wäre denn gewesen 55.000 PS. Also doppelt so viel wie die Clemson davor. Und die hätte uns auf 36 Knoten circa gebracht, die Kiste. Ja, geschichtlich. Zwischen der Clemson und der Farragut, ich glaube, das ist ja das Schiff, das dann danach kommt, circa 1918, 1934, sind keine weiteren Zerstörer geplant oder in Dienst gestellt worden. Der Grund dafür war einfach die Friedenszeit. Ne? Es war da keine kriegerische Zeit und aus dem Grund hat man dann auch keine weiteren Zerstörer gebaut. Erst mit der Bedrohung des Zweiten Weltkriegs sind dann die älteren Zerstörer durch neue ersetzt worden. Was haben wir hier an positiven Aspekten? Wir haben eine sehr gute Artillerie, also gute Geschütze. Wir haben viele Strukturpunkte und sogar die Luftabwehr von den Dingen hier ist einigermaßen brauchbar. Ja? Negativ ist eher, das Ding ist nicht so wendig. Und wir haben eine kurze Torpedoreichweite. Ja, also das heißt, die Spielweise dieses Schiffs ist der Isjaslar irgendwo gleichzusetzen. Wir versuchen, die Geschütze einzusetzen. Und den Nebel und den Turbo nutzen wir, um einfach hier den Tschüssikowski wieder zu machen. Und die Torpedos, naja, wenn wir mal nah genug rankommen, setzen wir die vielleicht auch ein. Okay, ich würde sagen, ne, dann gehen wir gleich mal rein in die Runde. Also bis gleich. Ja, Freunde, hier sind wir jetzt auf der Karte Zuflucht gelandet. Leider in einem 7er-Match. also Low-Tier, aber das soll ja mal nichts heißen, ne? Das gucken wir uns mal an. Die Schlacht beginnt. Oben drauf haben wir noch Sauwetter erwischt. Es regnet wie eine Sau. Hab den Jungs gesagt, sie sollen sich mal was anziehen. Was Warmes, ne? So, ich würde sagen, fahren wir mal direkt hier vorne an diese Insel ran und gucken, ob wir was aufklären können, ne? Das schauen wir uns jetzt mal an, mit der guten Nicholas. Ich bin der einzigste Zerstörer, das ist ja wohl der Hammer. Der einzigste! Unterstützt das verbündete Ziel! Sagen wir mal okay. Top Speed, gucken wir uns das mal an hier. 38 Knoten habe ich. Ey, das Ding fährt noch schneller, Leute. Ja, das kommt immer drauf an, wie man den Kapitän skillt, ne? So, jetzt würde ich sagen, tun wir hier einfach mal Nebel ziehen, dass die Jungs hinter mir auch mal ein bisschen getarnt sind. Ey, wir haben fast 39 Knoten drauf, Leute. 39 Knoten. Nebelwand gelegt. Die Nebelwand ist gelegt. Sehr nice. Dahin haben wir, was haben wir denn da hinten? Das könnte eine Gneisenau gewesen sein. So, wir fahren jetzt hier rein. Erstmal wieder weg von der offenen See hier. Wie weit ist denn der weg? 10 Kilometer.
Sagen wir mal hallo. Achtung, melde Zielposition. Torpedos. Na, die versuchen wir mal. Der dreht schon ab. Wenn ich jetzt schieße, dann gibt er mir eine Breitseite. Torpedos auf Steuerbord. Nee, das ist keine gute Idee. Alle Kräfte, dieses Ziel decken. Jojo. Jetzt bin ich offen. Maschinenboost aktiviert. Bin ich immer noch offen? Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Beiden gegnerischen Schlachtschiffe da. Kritischer Maschinenschaden. Wow, 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 wow. Los, Leute, jetzt muss ich aber weg hier. Kritischer Maschinenschaden. Zumindest habe ich noch einen mitgenommen, aber jetzt sieht es schlecht aus, Leute. Jetzt muss ich hier weg. Gott sei Dank habe ich noch Topspeed drauf. Nebelwand gelegt. Hier noch ein bisschen Brand stiften. So, einer mal weniger von den Spacken. Maschinenboost deaktiviert. Wie lange ist meine Maschine noch kaputt? Ich weiß es nicht. Komm nicht. Ja, okay, geht wieder. Können wir hier noch ein bisschen Feuer auffeuern? Noch ein bisschen HE-Schaden machen.
Nein, der ist raus. Schade. Die haben natürlich Sekundärbatterien. Da müssen wir aufpassen. Frequenz ist natürlich geil, ne? Und da brennt er. Mehr wollten wir ja nicht. Schön. Gegnerische Schlachtschiff versenkt. Da ist dann auch die. Was war denn das überhaupt? Die Gneisenau. Eine davon. Unser Team hat die Führung übernommen. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns noch irgendwie inbringen können hier in das Gefecht. Brauchen wir eine Turbomarin. Dass wir hier noch irgendwo hinkommen, wo noch was los ist. Maschinenboost aktiviert. Da haben wir noch. Ich glaube, da ist noch eine Gneisenau. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Ja, da muss man halt aufpassen, ne? Wenn die mit ihren Sekundären anfangen rumzurotzen, ist schnell die Party vorbei. Ganz schnell. So, wir fahren genau hier zwischen den zwei Felsen durch. Vielleicht können wir hier auch noch abfackeln. Ah, die brennt ab. Die brennt auch ab, Freunde. Ah, herrlich. So, wo ist denn der verkackte Zerstörer von da unten? Und was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Schlachtschiff. Das ist natürlich jetzt... Da bin ich Ziel Nummer 1. Da müssen wir abdrehen. Wenn der da rumkommt, sieht er nur mich. Kommen wir hier noch drauf auf den Spotzfreund? Und, ah, die Artillerie war nur. Schade, ich hätte ihn gerne in Brand gesteckt. Maschinenboost deaktiviert. Ganz woanders hin. Den greifen wir mit den Torps an, Leute.
verringere mal die Geschwindigkeit. Ja, die Sekundären von denen schießen schon. Wir müssen hier weg. Wo bleiben unsere Torps? Da kommen sie. Und da ist der Zieltreffer, Leute. Da haben wir das gegnerische Schlachtschiff auch noch versenkt. Ein schönes Röntchen mit der Nicholas, würde ich mal sagen. Drei gegnerische Schiffe versenkt. Insgesamt haben wir 48.000 Schaden in dieser Runde gekloppt. 221.000 Erfahrungspunkte. Und in der Teamauswertung sind wir auf Platz, als Low-Tier, sind wir auf Platz 2, Freunde. Haha. Da haben wir mal schön auf die Kacke gehauen mit der Nicholas. Bayern versenkt mit 23.000. Ich glaube, das war zum Schluss jetzt hier, der letzte, ne? Die Leander, das war am Anfang der. Den haben wir auch direkt in der Agro-Tour versenkt. Und die Ene Kneisenau, ne? Ja, das macht Sinn. Kreditpunkte, was haben wir verdient mit dem Ding hier? Ja, insgesamt haben wir 208.000 rausgekriegt. Das ist schön. Das macht Sinn. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüssikowski.